Mein Name ist Sophia, ich bin 32 Jahre alt, habe letztes Jahr mein Medizinstudium abgeschlossen, bin mittlerweile aber selbstständig und blogge. Den Blog habe ich vor 7 Jahren mit meiner Freundin Verena gegründet und hier wohne ich mit meinem Mann Philly. Bleibt bis zum Ende dran, denn gleich zeige ich euch noch mein Highlight in der Wohnung. An München hängt mein Herz. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, also ein waschechtes Münchner Kindl sozusagen. Deshalb liebe ich natürlich auch das Oktoberfest, aber ich liebe auch Schwabing sehr. Es gibt wunderschöne Cafés, der englische Garten ist hier und ja, München ist für mich ganz besonders. Was kann ich euch über mein Wohnzimmer erzählen? Also zum einen muss man sagen, unser Wohnzimmer war schon mal komplett schwarz gestrichen. Mittlerweile, kaum zu übersehen, lieben wir die hellen Farben, aber wir haben dennoch ein bisschen schwarz hier. Ihr seht dieses Bild hinter mir und das hat eine besondere Geschichte. Und zwar hat Phillys Mama in Äthiopien eine Kunstgalerie und hat uns dieses Bild zur Hochzeit geschenkt. Und deswegen hat das natürlich einen sehr emotionalen Wert für uns. Mein perfekter Tag in München sieht wie folgt aus. Er startet definitiv mit einer Käsebreze im Bett. Danach ein Cappuccino, ein bisschen durch den englischen Garten laufen und den Tag vielleicht beim Lieblingsitaliener bei einem Glas Wein ausklingen lassen. So ihr Lieben, jetzt sind wir in meiner Küche. Ihr seht schon, ich mag es sehr minimalistisch. Ich liebe schwarz-weiß und gedeckte Farben. Außerdem bin ich ein großer Fan davon, wenn nicht zu viel hier in der Küche rumsteht. Es gibt ein paar kleine Deko-Elemente. Auch hier haben wir unsere Ablage für unseren Kaffee, ein paar Kochbücher, aber nicht zu viel. Und hier koche ich dann immer abends mit meinem Mann und wir lieben unsere Küche. Eine kleine Anekdote zu der Wohnung hier ist, warte nochmal, eine kleine Anekdote zu dieser Wohnung. Man würde ja meinen, dass es wirklich Horror ist, in München eine Wohnung zu finden, aber tatsächlich war diese Wohnung die erste, die ich mit meinem Mann angeschaut habe und wir haben sie dann auch bekommen. Sowas gibt es eigentlich nie, aber ich sage, es ist Schicksal. Dinge, die mich inspirieren, sind definitiv Reisen. Ich finde, man nimmt auf Reisen so viel mit von der Kultur, vom Land und das spiegelt sich dann bei mir zumindest auch immer in Mode und Interior wieder. Und jetzt zeige ich euch mein Schlafzimmer. Dann gehen wir mal rein. So ihr Lieben, herzlich willkommen in meinem Schlafzimmer. Also zu dem Bett gibt es eine ganz spannende Geschichte. Als wir eingezogen sind, wollte ich ein ganz bestimmtes Bett und es war sündhaft teuer. Also haben wir eine ganz günstige Version gefunden und die quasi eigenständig umgebaut und umlackiert. Und jetzt ist es das Bett meiner Träume quasi und ich liebe es sehr. Was bedeutet für mich zu Hause? Also zum einen mein Mann, ganz klar, aber egal wo wir sind, der schönste Urlaub oder was auch immer, wir freuen uns immer nach Hause zu kommen, denn wir lieben unsere Wohnung sehr. Ich in 3 Worten, schwierig. Ich glaube, meine Freunde würden sagen, ich bin loyal, ehrgeizig und albern. Also das ist so eine Seite, glaube ich, die kennt man nicht so auf Social Media, aber ich kann sehr albern sein. Jetzt zeige ich euch mein absolutes Lieblingszimmer und zwar unser Esszimmer. Ihr seht schon, das Herzstück ist definitiv dieses Regal. Das dekoriere ich nach Lust und Laune und Stimmung, immer mit unterschiedlichen Blumen. Aber dennoch ist es wieder gedeckt und minimalistisch. Ich liebe einfach den Mix aus Schwarz-Weiß. Hier seht ihr auch ein Bild von unserer Hochzeit, auch in Schwarz-Weiß natürlich. Und ja, hier haben wir unseren Esstisch aus Betonfaseroptik. Hier versuche ich immer ein bisschen Pep reinzubringen mit ein paar bunteren Blumen und ein paar Farben. Und ja, ich liebe diesen Raum einfach sehr. Mein emotionalster Gegenstand in diesem Zimmer sind definitiv diese Kerzen. Ich liebe Kerzen, aber das sind besondere. Und zwar sind das die Kerzen von unserer standesamtlichen Hochzeit, die wir bei dem Dinner dabei hatten. Und ja, die haben einen hohen emotionalen Wert für uns natürlich.
Mein Lieblingsdekostück in diesem Zimmer ist, glaube ich, diese Schale hier. Es ist vielleicht nicht die schönste, aber wir haben sie im Lockdown selber getöpfert quasi und sollte ein bisschen anders aussehen, aber wir lieben sie trotzdem und jetzt steht sie hier bei uns im Regal. Wenn wir schon beim Thema sind, was ist euer Lieblingsdeko-Piece in der Wohnung? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin gespannt, es zu lesen. So ihr Lieben, das war der Einblick in meine Wohnung. Jetzt aber raus mit euch. Ciao!